Grüß euch zurück bei Batman Arkham Knight. Wir haben uns, ja, schlagt's mich tot, wie das Ding jetzt heißt, uns da vom Stack geholt, mit dem wir den Cloudburst-Panzer ausschalten können. Aber vorher müssen wir unser Batmobil wieder herrichten. Ja, und jetzt müssen wir da aus dem Luftschiff raus, was von einer Drohne bewacht wird. Und ich denke mal, dass das gar nicht mal so schwer ist. Genau. Da ist wieder der Jokey. Da bist du hier. Ja, servus. Was ich jetzt da mal gleich probiere ist... Wunderschön, oder? Das ist unsere Zukunft, Bats. Worauf warten wir denn noch? Genau. Springen wir schnell runter und genießen das Leben. Die holen wir uns natürlich gleich, die Drohne, wenn es uns schon so als Geschenk angepriesen wird. Und weg ist sie. Ja, das Serpent ist fort. So, und jetzt haben wir gesagt, brauchen wir das Batmobil. Also auf zum Batmobil. Ich denke mal, wir werden da direkt hingeführt. Yeah. Natürlich wieder ganz am anderen Ende. Er erzählt uns jetzt, dass das Gas die Poison Ivy umbringt, was ich zwar nicht ganz verstehe, weil sie ist ja eigentlich immun dagegen, aber naja. Man muss nicht alles verstehen. Chinesisch verstehe ich auch nicht und kann auch recht gut damit leben. Keine Rückkehr, Bats. Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Na gut. Batmobil reparieren? Dann machen wir das gleich einmal. Sir Bruce, ich hoffe, Sie haben nicht vor, was ich befürchte. Das wäre leichtsinnig und unverantwortlich, selbst für Ihre Standards. Es ist die einzige Option, Alfred. Sir, selbst wenn das Gas Sie nicht umgehend ausschaltet, könnte noch eine Dosis zu einem schweren psychologischen Trauma führen. Ich habe keine Wahl. Genau, mach dann nicht ins Hemd, wir checken das schon. Ah, so geil, ich liebe es. Yippie. Ich muss die Energiequelle langsam entfernen, sonst wird die Ausfallsicherung. Die schleichen sich einmal. Aha, da müssen wir wieder was Langsames machen. Das war's, Betsy. Spürst du, wie das Toxin durch deine Adern schießt? Und deinen mürben Geist. Weiß nicht, muss ich das wirklich so langsam machen? Na, ich mach's zur Sicherheit. Ich werde stärker, Bruce. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Yeah. Sir, Sie haben keine Zeit mehr. Verschwinden Sie sofort. Ja, ja. Machen wir jetzt. Bauen wir das Ding da noch ein. Atme ganz langsam ein. Tief. Langsam einatmen. Der Joker ist so arg drauf. Die ganzen Anstrengungen müssen dich doch müde machen. Willst du schlafen, Bats? Schlaf nur, schlaf, Betsy. Ich befreie mich von dir. Und dann bist du der. Keine Ahnung, ob man das schneller machen kann. Also atme, gib auf. Ich bin hellwach in jeder Hirnzelle. Deine grauen Zellen werden grün. Haben wir es geschafft? Schaut gut aus. Master Bruce, sind Sie in Ordnung? Sir, hören Sie mich? Gib mir einen Moment, Alfred. Geht gleich wieder. Joker. Du siehst nicht allzu fit aus, mein Lieber.
Nicht lange und ich sitze hinterm Lenkrad. Denk nur an den Spaß, den wir haben werden. Grips, Gewalt und Grausamkeiten. Das ganze Paket Gotham City wird uns zu Füßen liegen. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst die ganze Zeit über voll dabei sein und alles vom Beifahrersitz aus miterleben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann es kaum erwarten. Und wir fahren weg. Wohin auch immer. Master Bruce, geht es Ihnen gut? Ja, danke, Alfred. Gott sei Dank. Ich bin wirklich erleichtert. Sir, die Toxinkonzentration in der Atmosphäre wirkt sich auf die Scanner des Batmobils aus. Es könnte schwierig werden, den Cloudburst zu orten. Ivy, ich kann den Cloudburst in all dem Gas nicht orten. Neutralisiere so viel, wie du kannst. Ich kann nicht, Batman. Meine Pflanzen sind zu schwach. Dann sag mir, wo ich noch eine finden kann. Tief unter Founders Island liegt ein Baum vergraben. Die Myagani nannten ihn Ayana. Ich finde ihn. Na, dann fahren wir zum Ayana, ne? Und wenn der Ayana nur ein Baum ist, ist er halt nur ein Baum. Da ist doch ein Rätsel. Oh, war ich zu langsam. Kacke. Noch einmal. Na, wieder zu langsam. Jetzt habe ich eine Rakete auch verballert. Okay, einmal probieren wir es noch. Oh, noch einmal. Die Niederlage von anderen sind die besten. Ja, danke, Freunde. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Es ist nicht so schwer, man muss das einfach in der Reihenfolge abschießen und in der Zeit, aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf, da stundherum zu schießen. Ich bin auf Founders Island. Zeit, nach Ayanas Wurzeln zu suchen. Ah, war schon wieder ein Rätsel. Nein. Oder? Da machen wir irgendwie den Elektro-Ding da. Nein, machen wir jetzt nicht. So, jetzt muss ich diesen komischen Baum wiederfinden. Da hinten habe ich gesehen, sind ein paar Panzer. Wie wäre es, wenn wir uns die gleich... Genau, das wollte ich eh gerade vorschlagen, dass wir da mal wieder ein paar wegmachen. Dragon offline! Na egal. So, da geht's zum Baum offenbar. Na jo, bin ich am richtigen Weg. Wieder so Kackdinger, wo seid's? Komm. Wenn ich's gar nicht mag, ist, wenn ich euch nicht sehe. Was
Schiss denn da auf mich zum Henker? Da ist sie. Dragon zerstört! Die sehen wir da so schlecht, diese Kackdinger. Und immer hinter mir, wurscht wo ich gerade bin, sie sind immer hinter mir. So, und da oben schießt er runter. Und von da schießt einer. Gibt's doch nicht. So, aber jetzt. Drohneneinheit in Otisburg zerstört. Sie regt sich, Batman. So, und da waren wir jetzt zu einem... Genau. Dann holen wir's raus, die Stade. Aus dem Boden. Ich habe Ivys Pflanze gefunden, die das verbliebene Toxin filtern kann. Aber das Sonar reicht nicht tief genug, um sie freizusetzen. Einen Moment, Sir. Direkt unter Ihrer Position wird im Moment die neue Erweiterung der U-Bahn von Gotham gebaut. In Port Adams sollten Sie einen Zugangspunkt finden. Genügt das? Es ist ein Anfang. Schick mir die Koordinaten. Warum wundert mich das nicht, dass das so einfach gewesen wäre? Das wäre wirklich viel zu einfach gewesen. Komm, dreh dich um da. So nicht rumzicken und eiern. Die Pflanze ist zu tief vergraben. Ich muss in den Untergrund. Beeil dich bitte. Mach mal eh. Das ist Batman! Und schon wieder Freunde. Hab ne Rattler verloren. Cash, geben Sie Meldung, dass Founders Island wieder drohnenfrei ist. Verstanden. Ah, Leiwand haben wir alle erwischt. Na, sehr gut. Ich habe das Containerlager erreicht, Alfred. Ich brauche einen Zugang. Natürlich, Sir. Ich muss Sie warnen. Die Scans zeigen eine beträchtliche Anzahl von unbemannten Panzern. Nicht mehr lange. Sie stehen zwischen mir und der Pflanze. Sie haben den Eingang versperrt. Eine Falle. Ja, welchen Eingang ist versperrt? Das sind kaputte Panzer. Ah, da kommen sie ja schon. Nein, ich bin getroffen. Der macht es nicht mehr lange. Ach Gott. Wow. Da kommen sie auch. Wow. Rattler offline. Wow. Den kannst haben, mein guter Freund. Ah, mal die da holen. Die halten am meisten aus, da diese dicken Äumeln. Die nicht. Du weißt einfach nicht, wann du verloren hast, was? Glaubst du echt, du kannst gewinnen? Was denn? Es ist aus. Rattler getroffen. Ja. Ja, war doch zuerst gerade nicht da. Dann dreht man sich einmal um. Stell dahinter. Und wieder hinter mir. Ah, wieder einer gespawnt. Oder ist der hinten? Kommen die da hinter der Ecke vor? Okay, viel Energie habe ich jetzt nicht mehr. Und jetzt ist da noch so ein grausliches Ding gestanden. Habe ich hin? Ich muss einen Weg in die Mitte des Containerdepots finden. In die Mitte? Kann nicht so schwer sein, oder? Geht sich das aus? Geht's weiter mit dem Panzer, ist noch nicht vorbei. Batman hat den Riddler zerstört. Wieder von allen Seiten umzingelt wird man da.
Wieder einen weg. Drohne hält Position. Unter Beschuss. Twin Rattler offline. Ich werde diese Stadt im Erdboden gleich machen. Ich. Deine Zeit wird kommen. Feind flankiert. Twin Rattler getroffen. So. Haben wir noch ein paar entledigt. Wie viel der aushaltet, jetzt haben wir. Okay. Scarecrow kommen. Er hat die Drohnen im Lager ausgeschaltet. Er verschwendet seine Zeit. Da ist gar nichts. Zumindest nichts, von dem wir wissen. So. Da müssen wir rein. Keine Ahnung, ob mit dem Auto oder zu Fuß. Schauen wir, was passiert. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch.